Guten Tag, hallo, herzlich willkommen zu einem Aktionär-Interview. Heute dabei live zugeschaltet aus dem Silicon Valley, den Dr. Mario Herger. Die meisten kennen ihn, Bücher geschrieben wie der letzte Führerschein-Neuling. Freue mich sehr, dass du hier bist, Mario. Vielen Dank. Grüß dich, hallo. Gleich mal die erste wichtigste Frage an dich: Wie geht's dir eigentlich? Hat sich dein Leben wieder ein bisschen normalisiert, gerade mit Hinblick auf Corona? Kannst du wieder reisen? Was hat sich hier getan bei dir? Also mir geht's gut, vielen Dank. Ich hoffe, es geht euch auch gut. Wir haben hier ähnlich wie in Deutschland auch sein Shelter in Place gehabt, also zu Hause bleiben, wobei jetzt aber bereits begonnen hat, wieder, dass die Geschäfte aufgemacht werden und die Leute wieder auf die Straßen können. Reisen international ist noch ein bisschen schwierig, obwohl es möglich ist, aber da muss man ja teilweise in Quarantäne gehen im Ankunftsland. Okay, perfekt. Und du baust ja gerne Brücken zwischen deutschen Investoren und dem Silicon Valley und hast Kontakt zu vielen großen Playern im Silicon Valley. Wie ist die Stimmung jetzt der Investoren, der Großinvestoren? Wenn man sich die Aktienkurse der Tech-Aktien anguckt, würde man denken, wieder sehr, sehr gut. Wie ist dein Eindruck? Was man sieht, ist, dass sehr viele Leute offensichtlich die Corona-Krise auch genommen haben, um sich mit Aktieninvestitionen zu beschäftigen. Ich sehe das bei mir in der Familie, da haben jetzt plötzlich mehrere Leute ein Aktiendepot aufgemacht, das sie vorher nicht hatten und investieren und vor allem auf Tech-Aktien natürlich gehen, also beispielsweise diese Videokonferenzwerkzeuge oder robotische Teile, aber auch auf medizintechnisch, weil halt da die Hoffnung ist, dass man da vielleicht doch einen Impfstoff für gegen Corona findet, etc. Genau, und ich habe ja gerade ein spannendes Buch von dir gelesen, Corona als Chance, was wir hier verlinkt haben. Da hast du dich ja speziell damit befasst, mit dem Optimismus und mit den Chancen auch in Richtung Zukunft. Wieso bist du so zuversichtlich, dass man hier jetzt auch Chancen ergreifen kann, obwohl ja tatsächlich in der Wirtschaft hier es doch auch ein bisschen Verwerfungen gab? Ja, also natürlich, es ist richtig, es ist eine furchtbare Zeit auch im Sinne von viele Leute sind erkrankt und auch gestorben, gerade in den USA 120.000 Menschen bereits heute gestorben. Aber eine Krise wie diese ist auch immer eine Chance, nämlich sie bricht bestehende Strukturen auf und Verhaltensweisen, die wir so in der Routine uns angeeignet haben und lässt uns hinterfragen, was wir eigentlich genau machen. Und plötzlich kommen verstärkt Sachen hoch, die wir lange hinausgeschoben haben, weil wir keine Notwendigkeit gesehen haben. Ganz konkret, ich meine, die Digitalisierung, plötzlich muss ja jeder zu Hause sitzen und es stellt sich heraus, dass gerade die Digitalisierung, die wir in Deutschland, wo wir sehr viel reden, aber wenig machen, plötzlich ganz wichtig geworden ist, dass man von zu Hause sein Unternehmen weiter betreiben kann. Und insofern beschleunigt so eine Krise, gewisse Trends, die schon da waren, die man aber nicht ernsthaft angegangen ist. Genau, es gibt ja jetzt eine neue Umfrage in Deutschland von OTRS, die sagen, 82% sagen, Homeoffice-Aktivitäten machen uns mindestens so produktiv wie zuvor. Andererseits gibt es auch sehr viele konservative Firmen, die haben ihre Mitarbeiter lieber hier vor Ort. Denkst du, das ist wirklich nachhaltig? Wird man in 2, 3 Jahren noch trotzdem verstärkt im Vergleich zu 2018, 19 im Homeoffice arbeiten? Oder glaubst du, das ebbt wieder ab als Strohfeuer? Einer, glaube ich, der wichtigsten Sätze, die man jetzt in den nächsten Monaten und Jahren hören wird, ist, das ist aber bei Corona auch gegangen. Das heißt, vorher hatte man keine Erfahrung oder wenig Erfahrung in vielen Industrien mit Work from Home, also vom Arbeitsplatz zu Hause. Und jetzt eigentlich ist ja jeder gezwungen worden dazu. Und man erkennt zumindest die Leute, die von zu Hause arbeiten können und nicht so sehr jetzt von Kindern überlaufen werden, dass man Lebenszeit hinzugewinnt, wenn man nicht zum Beispiel in die Arbeit pendeln muss. Und ich denke, dass das Argument, es müssen alle in der Firma sein, ein bisschen weniger streng wird, dass man gemerkt hat, wir können jetzt 2, 3 Tage in der Woche vielleicht doch von zu Hause arbeiten, vielleicht konzentrierter nicht dauernd gestört werden durch Meetings, durch Besprechungen, durch Kollegen, die reinkommen ins Zimmer. Und ich denke, man wird auch einen Weg finden, wie man das besser machen kann. Es bringt uns natürlich gleich in die Richtung, was ist mit Immobilien, mit Büroimmobilien? Da wird man sehen, man braucht vielleicht solche Büroimmobilien in dieser Menge gar nicht mehr. Und da wird ein gewisser Druck auf Immobilien kommen, die halt Büros anbieten.
Genau. Und du hast es schon kurz erwähnt, einige im Homeoffice haben plötzlich entdeckt, nicht nur Gaming, sondern vor allem auch Zocken an der Börse oder investieren an der Börse. Es gibt hier, teils bei Robinhood, 300% mehr Neueröffnungen der Trading-Accounts. Jeder kennt, auch bei uns hier in Deutschland, nicht nur in Amerika, Bekannte, die jetzt neu einsteigen. Und auch viele setzen da auf Tech-Aktien, wie man sieht, wie Tesla. Hältst du das für eine gute Idee? Findest du das positiv, dass sich jetzt viel auf Zukunftsaktien freuen und stürzen, oder warnst du da auch ein bisschen? Ich denke, es ist generell gut, sich auch mit neuen Tech-Aktien zu beschäftigen. Nicht nur, weil die eine relativ gute Performance hatten, gerade von der Krise profitieren konnten, sondern weil es auch, glaube ich, die Leute, die Menschen, die jetzt da investieren, interessierter macht, was da eigentlich diese Tech-Unternehmen machen. Wir tendieren dazu ja bei uns zu Hause in Deutschland, dass wir eher kritisch immer solchen Technologien gegenüberstehen, Digitalisierung und so weiter und die Daten. Und plötzlich geht es gar nicht anders in dieser Krise und man sieht es aus einer anderen Perspektive. Und ich denke, das ist ein positiver Vorteil und hoffentlich auch etwas für den Standort Deutschland, wo man dann eigene Startups hat, die in der Digitalbranche hochkommen und dann vielleicht einmal auch an den DAX kommen. Und dass das vielleicht dazu bringt, dass wir mehr Investoren haben, die in solche Zukunftsunternehmen investieren. Genau. Ein Thema, was uns ja, glaube ich, beide seit Jahren fasziniert, ist natürlich das Elektroauto und natürlich auch dann den Schritt weiter, das Roboterauto nenne ich es gerne, das Auto, vollautonome Fahren auf Level 5. Ich persönlich war ein bisschen enttäuscht. Ich habe nach Ausführungen von Elon Musk gehofft, 2018 geht es schon los, ins Auto legen und schlafen, in die Firma fahren. Hat sich ein bisschen verschoben. Jetzt gibt es wieder die Hoffnung, 2021 geht es mit Robotertaxis los. Dann gibt es aber auch wieder Experten, die uns gegenüber gesagt haben, wie Dr. Schiller von Deloitte, nee, so schnell wird es nicht gehen. Was glaubst du, soll man noch mal einen Führerschein machen, die gerade die jungen Leute, oder geht es wirklich vollautonom die nächsten Jahre los? Nun ja, wenn Elon Musk ein bisschen was sagt, dann sagt er, ich ist in 2 Jahren da, dann muss man das immer verdoppeln oder verdreifachen. Aber er liefert immer, das hat er bisher gezeigt. Nur Tesla, ich muss dazu sagen, ich habe selbst einen Tesla, ich wohne 8 Minuten südlich von der Tesla-Fabrik. Ich weiß also, ich erlebe also diesen Fortschritt mit der Model 3, wie halt das autonome Fahren oder der Autopilot plötzlich immer besser wird und jetzt auch in der Stadt fahren kann. Aber Tesla ist eine eher Unbekannte, wie weit die tatsächlich sind mit Level 4 oder Level 5, also vollautomatisiertes, vollautonomes Fahren, weil es gibt eine ganze Reihe von anderen Firmen, die da weiter sind oder wo man aktuell einen viel weiteren Fortschritt sieht, wie zum Beispiel Waymo, die Google-Tochterfirma. Wir haben ja hier im Silicon Valley aktuell 66 Unternehmen, die eine Lizenz haben, in ganz Kalifornien auf öffentlichen Straßen solche autonomen Autos zu testen. Und die fahren mit 800 Autos herum. Und Waymo ist heute das Unternehmen, das auch ohne Fahrer fahren darf. Das heißt, da braucht niemand mehr in dem Auto drinnen sitzen. Und das machen sie auch bereits in Arizona, wo sie in natürlich noch relativ einfach zu befahrenden Vororten fahren, aber schon so mutig sind, dass sie selbst in Schulzonen, wo kleine Kinder über den Gehweg gehen, dort fahren und dann 2 Meter davor stehen bleiben. Da muss man schon eine gewisse Selbstvertrauen, ein gewisses Selbstvertrauen in die eigene Technologie haben als Ingenieur, dass man das macht. Und das ist mehr oder weniger schon als Roboter-Taxi-Service da, in einer limitierten Form mit einer beschränkten Zahl von externen Passagieren. Aber das ist schon der erste kommerzielle Roboter-Taxi-Service. Und jetzt geht es nur mehr darum, eigentlich, dass diese Technologie rauszubringen und zu skalieren und in andere Geografien auch zu kommen. Also glaubst du, dass klassische Hersteller, zumindest beim Thema Roboterauto, schon noch hinterherkommen oder kämen bei Tesla? Die sind noch nicht so enteilt aus deiner Sicht. Also, wenn wir vergleichen Waymo, die Google-Schwesterfirma, die am fortgeschrittensten ist, dann reden wir hier von einem Abstand in Entwicklungsjahren von 5 bis 7 Jahren zu einem deutschen Hersteller. Und das ist auch insofern erklärbar, weil nicht nur Waymo seit 2009 massiv an dieser Entwicklung arbeitet, das zu machen. Bereits vermutlich so eine 10, 12 Milliarden Dollar nur dafür ausgegeben hat. Man muss sich das ja vorstellen. Ja. In der Zeit war bei Volkswagen, gab es 3 verschiedene Geschäftsführer, CEOs. Das heißt, das sind nur Ausgaben, die man hat, aber noch keine Einnahmen. Und das sind auch Softwarefirmen.
Das ist ein völlig anderes Business. Das ist um die Software herum designt, während dem unsere Hersteller halt aus der Maschine, aus der physischen Welt kommen. Ich selbst war ja jahrelang bei SAP. Ich bin also ein bisschen mit Software infiziert und weiß, dass es eine völlig andere Denke ist, die man benötigt. Software in den traditionellen Automobilunternehmen ist immer so ein Anhängsel. Das heißt, man macht die Software, man klatscht die Software auf die Autos drauf. Dabei ist es wie Tesla beispielsweise ganz umgekehrt. Tesla beginnt mehr oder weniger mit der Software und dann baut das Auto drumherum. Und Waymo macht das genauso und die ganzen Startups, die das versuchen zu machen, ebenso. Und das ist sehr schwierig zu verstehen, von der physischen Welt in diese digitale Welt rüber zu shiften, weil das ein ganz anderes Paradigma ist. Und wenn die DNA im Unternehmen aus dem Maschinenbau kommt, dann ist Software, und in Deutschland ist man da sehr skeptisch generell, dann ist Software immer irgendwie etwas nicht Greifbares, nicht Dingliches, also irgendwie etwas, was keinen Wert hat. Nur die wertvollsten Unternehmen der Welt heute sind alle Digitalunternehmen. Und das um einen Faktor, der gewaltig ist. Apple allein ist mehr wert als alle Firmen im DAX zusammengenommen. Genau. Mario, konkret eine Jahreszahl, vielleicht legst du dich mit einem Tipp fest. Mhm. Wann können wir so ein Interview per Skype im Roboter-Taxi machen, das Lenkrad rechts liegen lassen oder wegstecken auf Level 5 oder uns vielleicht sogar hinlegen, Nickerchen machen und zum Sport fahren? Wann ist es soweit? Ich hoffe sogar sehr früh. Im Prinzip hat ja Waymo One bereits eine Roboter-Taxi-Flotte auf den Straßen. Die ist noch ganz klein. Das sind also in Phoenix ein paar Dutzend Fahrzeuge und auch hier im Silicon Valley sollen bald ein paar Dutzend herumfahren. Aber ich denke, wir werden in den nächsten 2-3 Jahren das wahrscheinlich in der Bay Area machen können, ganz locker, und in den USA. Und dann vielleicht nach 3 Jahren auch in Europa. Waymo hat ja eine Partnerschaft mit Renault, Nissan und mit Fiat. Und da werden wir vielleicht in einer dieser Ländern eine erste solche Waymo-Roboter-Taxi-Flotte sehen. Und dann sitzen wir zusammen, Florian, und machen das Interview aus dem fahrenden Auto. Würde mich freuen. Noch einen Schritt weiter oder höher wäre natürlich, wovon ich natürlich auch träume, wahrscheinlich jeder, dann auch mal zu fliegen in der Drohne. Es gibt ja jetzt, wir haben ja zum Beispiel im Hotstock Report Depot 2030, Zukunftsdepot, eine Drohnenaktie mit Ehan drin, die eben schon Roboter-Drohnen baut, die ersten, die ja schon fliegen. Natürlich gibt es hier noch Regulatorien zu beachten. Mhm. Wann glaubst du, geht es dann in die Luft mit dem Flugtaxi am besten noch voll autonom? Naja, als ich mein Buch geschrieben habe, 2016, 2017, habe ich mir gesagt, so, was kommt jetzt dann nach 2030, 2035, wenn die Roboter-Taxis da sind? Da haben wir gedacht, haha, fliegende Autos, ja, und so. Und mir ist das Lachen aber schnell vergangen, insofern, weil ich dann gesehen habe, dass damals schon 60, 70 Unternehmen da waren, die Roboter, solche Flugdrohnen, Flugtaxis, Flugautos bauen. Mittlerweile, glaube ich, gibt es eine Zahl von 500, 600. Und da steckt so viel Geld drinnen. Ich denke, das ist eine sehr, sehr spannende Entwicklung, die wir sehen. Da ist ja auch Deutschland sehr stark beteiligt, Lilium gerade sehr, sehr bekannt. Ich denke, das muss man wirklich beobachten. Auch die Batterietechnologien oder die Technologien, die da entwickelt werden, die aus anderen Bereichen kommen, wie eben Elektroautos, helfen das sicherlich auch dieser Industrie einen Schub zu geben. Ich würde noch etwas skeptisch sein und mich fragen, lösen wir damit wirklich ein Problem für eine größere Menge an Menschen oder ist das halt nur für eine bestimmte Gruppe von Menschen, die das kann? Und dann ist, glaube ich, das viel größere Hindernis vermutlich der Regulator. Die Gesetze, also gerade die Flugaufsichtsbehörden, sind da extrem konservativ. Und ich würde sehr wohl sagen, wahrscheinlich gibt es unmittelbar eine Reihe von Nischenanwendungen und Ländern oder Regionen, wo das eine tolle Lösung sein wird. Selber bin ich aber jetzt nicht der Experte. Ich denke, mit einem Bekannten, mit dem ich gesprochen habe, der hat gemeint dazu, die Flugtaxis oder diese Flugdrohnen sind heute an der Stelle, wo Elektroautos vor 10 Jahren waren. Das ist seine Einschätzung. Vielleicht hat er recht damit und wir werden das dann um 2035, werden wir vielleicht einen kleinen Flugtaxidienst sehen, der von München nach, keine Ahnung, Stuttgart geht oder so. Ist nicht schick vom Transrapid. Also sicherlich gut zu beobachten. Sehr spannend. Du hast schon angerissen,
Natürlich auch ganz große Sprünge gab es zuletzt im Bereich Batterien. Gibt es da aus deiner Sicht den einen großen Hersteller wie Tesla, Panasonic gemeinsam, Samsung, SDI, die da enteilen? Oder ist das eine homogene Entwicklung in die richtige Richtung? Und wie stark wird der Bereich noch wachsen? Und Zusatzfrage, gerade im Vergleich zu Wasserstoff, was ja auch immer mehr an Bedeutung gewinnt. Wer macht da das Rennen oder beide? Ja, schauen wir uns mal Batterien an. Batterien ist ja nicht nur die Batterie selbst, die, wo man bessere Elektrolyte, bessere Kühlung und so weiter hat, sondern wo man auch das digitale Management der Batterie benötigt. Und da ist Tesla aufgrund seines Vorsprungs, seiner Beschäftigung damit, mit dem Partner sicherlich voraus. Das sind so kleine inkrementelle Schritte, die sie gemacht haben bis dato, die dazu führen, dass ein Tesla zu einem vergleichbaren anderen Elektroauto 30-40% mehr Reichweite schafft oder mehr Kapazität verwenden kann als vergleichbare Autos und mit Batteriekapazität von anderen. Auch hat Elon Musk ja jetzt angekündigt, dass der Battery Day und der Aktionärstag jetzt am 15. September stattfinden wird, wurde verschoben aufgrund der Corona-Krise, wo, glaube ich, seine Batteriestrategie vorgestellt wird. Da sollen ja auch einige Überraschungen dabei sein, wird man also sehen. Da denke ich, da werden jetzt viel mehr Batteriekapazitäten aufgebaut, auch von anderen. Man sieht das bei Volkswagen, man sieht das bei Mercedes, die in Kamen seine Fabrik aufmachen. Und da wird man jetzt eine Lernkurve durchgehen. Allerdings, das sind halt inkrementelle Kurven. Man muss also sich da langsam an Tesla heranarbeiten. Was das Thema Wasserstoff betrifft, das wird sehr stark in der deutschen Industrie getrieben. Ich selber bin etwas skeptisch zu Wasserstoff. Ich denke, es ist eine super Idee, geht vom Ausgangspunkt her, dass halt dann nachher nur Wasser herauskommt. Nur, es gibt sehr, sehr viele Hürden, die man eigentlich Batterien und Strom und Ladestationen als Vorwurf macht, aber bei Wasserstoff plötzlich ignoriert. Zuerst einmal muss man den Wasserstoff herstellen. Das ist sehr energieaufwendig. Wenn man das als Elektrolyse macht, ist es extrem, also Wasser zerdrehen, den Wasserstoff und Sauerstoff, dann ist das sehr, sehr teuer und sehr energieaufwendig. Wenn man das, was macht man heute? Man nimmt also Kohlenwasserstoffe, also eigentlich wieder Öl, um Wasserstoff herzustellen. Das ist ja nicht unbedingt umweltfreundlicher dann. Und dann hat Wasserstoff diese unangenehmen Eigenschaften, dass es ein Gas ist, das muss man einmal komprimieren unter sehr hohem Druck, was auch wieder Energie kostet. Und es diffundiert durch alle Materialien. Das heißt, wenn ich so ein Wasserstoffauto der Woche stehen habe, dann ist der Tank leer, weil es einfach durchdiffundiert ist. Das heißt, diese Technologie zu beherrschen, ist schon einmal ein riesiges Problem. Und dann den Wasserstoff von dieser Elektrolyse oder Raffinerie zur Tankstelle zu bringen, ist noch einmal eine eigene Herausforderung. Ich kann da nicht einfach so mit einem riesen Tankwagen hinfahren, sondern das ist unter hohem Druck. Und bis ich das dann an der Tankstelle habe, etc., 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 ist diese Kette so aufwendig und so energieaufwendig, dass ich 3, 4, 5 Mal so viel Energie benötige, wie ich das vorher habe. Natürlich dann aber kommt nur Wasser heraus. Aber diese Infrastruktur aufbauen ist sehr teuer. Und der einzige Grund, warum man das immer vorbringt, ist, wir können damit Arbeitsplätze sichern, weil so ein Brennstoffzellenfahrzeug sehr, sehr viele mechanische Teile hat, die man auch verwenden kann, wo man dieselben Mitarbeiter verwenden kann, die dann einen Verbrennungsmotor bauen. Währenddem bei einem Switch auf Batteriefahrzeuge immer viel weniger Mitarbeiter benötigt. Also es ist meiner Meinung nach in den nächsten 10 bis 15 Jahren, wenn es nicht zu einem großen Umbruch kommt, hat das Wasserstofffahrzeug für den Pkw-Bereich zumindest überhaupt keine Chance. Die Schlacht ist gewonnen, das ist ein Batteriefahrzeug. Ob es dann nachher dazu kommt, das möchte ich offen halten, aber aktuell hat die Brennstoffzelle der Wasserstoffauto keine Chance. Genau. Wenn man jetzt aufs Jahr 2030, 10 Jahre vorausblickt, da haben wir schon skizziert, gerade im Verkehr, werden sich einige Menschen wundern, was hier vielleicht durch die Luft schwirrt oder welche Robotaxis unterwegs sind. Unabhängig davon, welche Entwicklungen siehst du auf uns zukommen in den nächsten 10 Jahren, die am überraschendsten sind, mit denen die meisten Menschen derzeit noch gar nicht rechnen?
Überraschendsten Sachen. Also in 10 Jahren kann immer sehr viel passieren. Wir haben gerade im, was den Mobilitätsbereich betrifft, ja sehr viel Fortschritt gesehen. Plötzlich gibt es diese ganzen Elektroscooter, Elektrobikes. Das hätte sich vor noch 4 Jahren niemand vorstellen können, wie viele da plötzlich da sind. Genau. Wenn ich jetzt herumschaue, was zum Beispiel sich beschleunigt hat während der Corona-Krise. Ich lebe hier in einer Gegend im Silicon Valley, wo sehr viel experimentiert und ausprobiert wird. Da haben wir schon in den vergangenen Jahren, so kleine Lieferroboter gehabt. Das waren diese Kühlboxen auf Rädern, die da herumfahren und die Pizza vom Pizzarestaurant ins Büro bringt. Ja? Und die fahren am Gehsteig, also am Trottoir fahren die herum und fahren damit noch. Plötzlich wäre in der Corona-Krise ist es in relativ vielen anderen Städten, Straßen sind die aufgetaucht, weil plötzlich ja niemand mehr auf die Straße konnte und trotzdem die Geschäfte noch sich liefern wollten. Du musst was essen, du musst auch sich Medikamente vielleicht liefern oder lebensnotwendige Dinge, Klopapier beispielsweise. Es gibt sogar einen Klopapierroboter, der Klopapier vorbeibringt oder eben auch in Seniorenheimen und Pflegeheimen, wo vielleicht die Gefahr zu groß ist, dass eine Pflegekraft oder ein Arzt die Medikamente vorbeibringt, das Essen vorbeibringt, dass man da sich ansteckt, dass man innerhalb des Raumes Roboter hat. Plötzlich sind Roboter hier und bewegen sich zwischen uns und gemeinsam mit künstlicher Intelligenz, mit dem Fortschritt in Robotics, mit autonomen Fahrzeugen, kommt eine Kombination zusammen, die uns erlaubt, diese Dinge zu machen und Roboter um uns herum bewegen zu haben. Oder jetzt selbst Boston Dynamics, die diese interessanten Roboter haben, die da herumlaufen und Saltos machen und wie ein Hund ausschauen. Diese Roboter kann man ab sofort kaufen. Da kostet dieser Hund, dieses Bot, kostet jetzt $74.500. So ein bisschen teuer für Privatverkauf. Aber wenn man einen Einsatzzweck hat, dann plötzlich wird es sehr spannend. Und ich denke, das beschleunigt sich jetzt. Und in 10 Jahren werden wir von robotischen Systemen umgeben sein in der Öffentlichkeit. Und das wird uns ganz neue Herausforderungen bringen. Wie gehen wir damit um? Wie verhalten wir uns? Wie weichen wir denn auf? Wie müssen die mit uns sich bewegen, ja, damit wir nicht in Konflikten mit ihnen geraten? Da wird es wieder spannend zu verstehen, was eigentlich Menschsein bedeutet. Dann würde ich uns zuletzt noch mal ganz kurz aus der Zukunft ein bisschen in die Gegenwart holen. Du hast ja geschrieben, das Buch hier unten verlinkt, Corona als Chance. Also ich denke, du gehst schon davon aus, das wird gelöst in irgendeiner Art und Weise. Aber trotzdem gibt es natürlich auch viele skeptische Stimmen, die sagen, es kommt hier viel in Zeiten von Wirtschaftskrise auf uns zu. Das wird eine schwierige Zeit. Daher die Frage mal an dich im Jahr 2021. Glaubst du, bis dahin hat sich die Wirtschaft erholt oder wird es eine schwierige Zeit auch in den USA? Ich denke, das wird sich nicht erholt haben. Es wird gewartet darauf, dass es zu einer zweiten Welle kommt. Wir sehen gerade mit der Wiedereröffnung von einigen Bundesstaaten hat es dazu geführt, dass die Fallzahlen wieder steigen. Wir werden da noch ein bisschen länger dran kommen. Werden einige Sachen in einige Unternehmen verschwinden, einige Industrien werden unter großen Druck kommen und neue werden hochkommen. Ich denke, wir müssen hier auch anders denken. Wir können nicht alle 10 Jahre die Wirtschaft wieder staatlich aus irgendeiner Misere boxen. 2008 Finanzkrise, ja, 2000 die Internetbubble, ja, und so weiter. Also alle 10 Jahre, das stimmt irgendwas nicht. Ich denke, was wir betrachten müssen, ich schreibe darüber auch im Buch, ist sowas wie das bedingungslose Grundeinkommen und wie sie auch immer heißen, eine Robotersteuer oder andere Formen von Abgaben, die Automatisierung berücksichtigen. Wir sind gerade in einer Zeit, wo über 80 Länder so eine Art von bedingungslosen Grundeinkommen oder einer staatlichen Unterstützung sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmen und Unternehmer einsetzen in unterschiedlichsten Varianten. Und damit haben wir zum ersten Mal wirklich Realweltdaten in einem großen Stil und nicht nur in einem kleinen Ort, wo mal so ein bedingungsloses Grundeinkommen getestet wurde auf 12 Monate. Und ich denke, da wird es viel einfacher werden, selbst von den großen Skeptikern aus der Wirtschaft oder aus der Politik, dass man sagt, vielleicht macht es doch Sinn, das sowas zu machen.
Und leisten können wir uns das? Das ist überhaupt keine Diskussion. Wir haben das Geld, wir haben heute so viele Transferleistungen bereits, dass man das finanzieren kann. Und damit könnte man beispielsweise eine solche nächste Wirtschaftskrise viel, viel flacher machen. Das heißt, dass sie viel, viel weniger Impact hat, wenn es dazu kommt. Und ich denke, da werden wir jetzt in der Gesellschaft, in der Politik und in der Wirtschaft sehr viele Diskussionen führen, weil wir zum ersten Mal auch wirklich reale Daten haben. Perfekt, Mario, letzte Frage nochmal an dich. Wir haben ja schon davon gesprochen, wie viele neue junge Aktionäre jetzt an die Börse kommen, in den USA und bei uns. Und die meisten lieben die Zukunft natürlich und stürzen sich auf Tech-Werte. Hast du noch einen Tipp für die? Was rätst du denen? Vielleicht auf welche Sektoren setzen und vielleicht auch welche Strategie eingehen, wenn man ziemlich frisch an der Börse ist? Ja, ich denke, man sollte sich auch in Bereiche hinein, wo man vielleicht ein bisschen was selber versteht und ein bisschen Abschätzung machen kann, wo man auch Zugriff auf Informationen von diesen Unternehmen hat und nicht vielleicht unbedingt ein chinesisches Unternehmen, wo ich keine Daten lesen kann, also keine Berichte lesen kann. Ich denke, alles, was mit Videokonferenzen, Telekommunikation, digital, Breitbandausbau, Konnektivität, Mobilfunk zu tun hat und Services, die darauf setzen, die es erlauben, Homeoffice zu machen, noch connected zu sein, die es erlauben, mobile Geräte wie im Autos stärker zu vernetzen, Maschinen stärker zu vernetzen, dass das Bereiche sein werden, die spannend werden könnten. Ich selber interessiere mich sehr viel für den Automotive-Bereich oder künstliche Intelligenz, dass man sich da näher ranhandelt. Also alles, was Software, Technologie, das sinnvolle Anwendungen gemeinsam mit traditionellen Maschinenbau, Prozessen, Industrien zu tun hat, sollten Sachen sein, die zumindest für mich spannend sind und wo man sich schlauer machen sollte. Dann sage ich besten Dank, Mario. Schöne Grüße in Silicon Valley. Bleibt gesund. Buch hier verlinkt und hoffentlich bis bald. Danke dir. Vielen Dank, Florian. Vielen Dank fürs Interesse. Ich finde es immer sehr interessant, in Zukunft zu blicken und hoffe, Sie schauen wieder vorbei zum nächsten Aktionär-TV-Interview. Wiederschauen.